Buch dir jetzt dein Kennenlerngespräch für die Mindful Masters Coaching Ausbildung. Die geht im Herbst nämlich in die 5. Ausbildungsrunde, aber die Kennenlerngespräche finden jetzt statt. Und wenn du lernen möchtest, Menschen mit Hilfe von fundierten Coaching-Methoden und Mindful Tools schnell und wirksam durch Transformationsprozesse zu begleiten, damit diese ihre Themen auflösen können, dann bist du in der Ausbildung goldrichtig. Ganz ohne falsche Versprechen, sondern mit ganz viel Expertise und Erfahrung. Und am Ende der Ausbildung kannst du deine Coaching-Arbeit dann hier im Podcast vorstellen und deine Zielgruppe direkt erreichen. Alle Infos findest du unter www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Ich freue mich auf dich. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich möchte diese heutige Folge gerne mit einem Satz eröffnen. Der geht folgendermaßen: Es gibt Jahre, die Fragen stellen und Jahre, die Antworten geben. Diese Worte stammen von Zora Neale Hurston. Und als ich die tatsächlich gestern gelesen habe, habe ich gedacht, okay, dazu nehme ich morgen eine Podcast-Folge auf. Denn ich finde diese Worte eine wunderschöne Art und Weise, auf unser Leben zu blicken. Und zwar auf die Zeiten, in denen es schwer war, in denen wir gekämpft haben oder immer noch kämpfen, leiden und uns fragen, warum? Ja, oder warum gerade ich? Und eben aber auch auf die Zeiten zu blicken, in denen auf einmal alles Sinn gemacht hat. Ja, und wir gemerkt haben, oh, irgendwie kommt jetzt alles im Leben zusammen. Also eine wunderschöne Sicht auf das Leben und die Wellen des Lebens. Gleichzeitig habe ich mir dann aber auch die Frage gestellt, hey, warum ist das denn dann nicht oder wird es nicht einfacher, wenn wir das einmal verstanden haben? Ja, denn wir durchlaufen ja immer wieder Zeiten im Leben, die Fragen stellen und Zeiten, die Antworten geben. Und das ist mir ziemlich schnell klar geworden, weil dieser Satz sich immer auf einen Rückblick bezieht, auf die Retrospektive. Ja, also rückblickend gesehen wird es dann einfacher. Rückblickend gesehen macht dann auf einmal alles Sinn. Rückblickend ist aber eben nicht, wenn wir mittendrin stecken. Rückblickend sind eben nicht die Jahre, die Wochen, die Tage, in denen wir mitten im Chaos sind, in denen wir denken, warum, warum ich? Was ich für mich auch gefunden habe, ist die Erkenntnis, dass auch in den Jahren oder den Wochen und Tagen, die uns Antworten geben, nicht immer alles einfach ist. Ja, denn auch unsere Träume, die in Erfüllung gegangen sind, haben To-Do-Listen, um es mal ganz platt auszudrücken. Das heißt, mitten im Leben, ob es nun in den Zeiten ist, die Fragen stellen oder die Antworten geben, wenn wir mitten da drin sind, fühlt es sich oft an wie ein Chaos. Bei den schwierigen Jahren, ja, also den Jahren, die Fragen stellen, ist es das Chaos von Schicksalsschlägen, Enttäuschungen, Hoffnungslosigkeit, ja, oder ich muss jetzt allen Mut zusammennehmen. Und in den Jahren, die Antworten geben, ist es ein anderes Chaos. Es ist das Chaos unserer wahrgewordenen Wünsche und ihnen gerecht zu werden. Ja, vielleicht ist der wahrgewordene Wunsch,
eine Familie, die wir bekommen haben, die uns geschenkt wurde, der wir gerecht werden müssen. Vielleicht ist der wahr gewordene Wunsch ein Job, auf den wir so lange hingearbeitet haben, dem wir gerecht werden jetzt oder das Gefühl haben, ihm gerecht werden zu müssen. Das bedeutet, jede Zeit in unserem Leben hat das Potenzial für Chaos. Jede Zeit in unserem Leben. Die Frage, die wir uns aber stellen können, ist, wie viel Chaos vom Außen lassen wir in unser Inneres? Und wie viel Bedeutung hat dann ein Chaos im Außen, wenn wir es im Inneren nicht zu einem Chaos werden lassen? Wenn es uns nicht, wie man so schön sagt, aus der Bahn wirft. Das Wetter unseres Lebens muss nicht zwangsläufig zu inneren Stürmen führen. Das wäre nämlich auch blöd, denn wie wir ja gerade etabliert haben, kann das Wetter unseres Lebens immer zu jeder Zeit turbulent sein. Das würde ja bedeuten, dass wir immer eine innere Unruhe hätten, wenn wir das Wetter unseres Lebens zu einem inneren Sturm werden lassen. Und ich habe für mich einen Satz gefunden oder eine Frage gefunden, die mir immer wieder dabei hilft, das Wetter meines Lebens nicht zu inneren Stürmen werden zu lassen. Und die Frage lautet, ist es wirklich wichtig? Auf Englisch, does it really matter? Ist es wirklich wichtig? Dann seien wir mal ehrlich, wir tendieren dazu, wenn es eh gerade schon schwer ist und viel los ist, noch mehr Chaos zu finden. Noch mehr Dinge zu finden, die wir angeblich tun müssen. Oder noch mehr Gefahren zu sehen, die angeblich vermieden werden wollen. Ja, und das ist von Alltagsstress reichend bis hin zu den großen Lebensfragen wie, bin ich eigentlich glücklich? Ich sag dir, ja, du bist glücklich. Ich bin glücklich. Wir können glücklich sein, wenn wir statt mehr zu weniger gehen. Ist es wirklich wichtig, statt noch mehr anzuhäufen von dem, was wir angeblich brauchen, tun müssen, sein müssen? Unser Leben wird einfacher und so viel glücklicher, wenn wir uns einfach diese Frage stellen, ist es wirklich wichtig, wenn wir vor Aufgaben stehen, wenn wir vor Zeitplänen stehen, wenn wir unsere Beziehungen und Konfliktsituationen anschauen, wenn wir unsere To-Do-Listen anschauen, wenn wir das, was wir angeblich noch brauchen, um glücklich zu sein, anschauen. Ja, ist es wirklich wichtig? Dann können wir nämlich jedes Chaos unseres Lebens vereinfachen und dadurch wird es auch nicht zu einem Chaos in unserem Inneren. Wir in unserem Inneren haben dann eine Klarheit und diese Klarheit führt dazu, dass auch das Chaos im Außen, das Gewitter im Außen sich klären kann. Ja, dass da auch wieder das Gewitter vorbeiziehen kann, der Sturm vorbeiziehen kann und der blaue, klare Himmel aufziehen kann, so wie eben der blaue, klare Himmel in uns, in unserem Geist. Ja, ist es wirklich wichtig? Und so
wird dann jede Zeit zu unserem Leben zu einer Zeit, in der wir eine Antwort finden. Eine Antwort, die jede Zeit in unserem Leben verändern kann. Zu unserem Guten. Und mit diesen Worten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao. Thank you.